Freuen Sie sich eigentlich über Corona? Wurde ich letztens gefragt. Ich sagte, wie bitte? Naja, ich bin ja Medienpädagoge, also ob ich mich über Corona freuen würde. Sie meinen das Virus, also Covid-19? Ja, weil Corona dafür sorgen würde, dass wir noch intensiver mittels Medien kommunizieren und interagieren. Und mich das ja als Medienpädagoge freuen müsste, weil es der Medienpädagogik eine noch höhere Relevanz verleiht. Da ist was dran. Natürlich ein Argument, muss man drüber nachdenken. Zunächst mal hat Corona, jetzt hat man natürlich, zunächst mal freue ich mich natürlich nicht über Corona, weil die sozialen Folgen und die ökonomischen Folgen, die können wir im Moment noch gar nicht abschätzen. Und die individuellen Folgen natürlich für diejenigen, die daran erkrankt sind oder deren Familienmitglieder daran erkrankten, das ist natürlich nichts, worüber man sich freuen kann. Womit der Fragesteller aber tatsächlich recht hat, ist natürlich, dass tatsächlich wir in höherer Weise, in intensiverer Weise mittels digitaler Medien kommunizieren. Ich würde sogar sagen, dass wir von digitalen Medien abhängig sind. Gerade wenn man zum Beispiel an den Online-Unterricht in den Schulen denkt oder auch das Online-Semester an jetzt im Sommersemester und im Wintersemester wieder an den Hochschulen und Universitäten, in denen wir ausschließlich medial kommunizieren und interagieren und das tatsächlich der Medienpädagogik eine noch höhere Relevanz verleiht. Das stimmt ja. Wobei man natürlich sagen muss, die Medienpädagogik ist natürlich, was Notfallunterricht und was Notfall-Online-Seminare und Vorlesungen betrifft, natürlich nicht der erste Ansprechpartner. Aber was man sagen kann, ist tatsächlich, dass diejenigen Lehrerinnen und Lehrer, genauso wie Lehrende an Universitäten und Hochschulen, die über entsprechende Medienkompetenz und medienpädagogische Kompetenz verfügen, sich viel leichter getan haben mit der Umstellung von Präsenz auf Online-Unterricht und Seminare und als sie sich auch viel leichter getan haben, mit ihren Schülerinnen und Schülern, mit ihren Studentinnen und Studenten in Kontakt zu bleiben. Das ist tatsächlich so. Das heißt also, die Medienpädagogik hat natürlich erstmal mit Notfallunterricht und mit Notfall-Online-Semestern nicht so richtig viel zu tun. Aber sie schadet nicht. Im Gegenteil, sie war ein großer Vorteil. Naja, und damit zurück zur Frage, freue ich mich über Corona? Ja, natürlich nicht. Was man aber sagen muss, eben wegen der sozialen und der ökonomischen Folgen, die wir eben noch nicht abschätzen können. Aber was man sagen muss, ist natürlich, dass Medienpraxis auch sehr viel mit einer gewissen Handlungspraxis zu tun hat. Das heißt also, wenn wir gewohnt sind, Medien zu nutzen, dann nutzen wir sie und dann nutzen wir sie auch in den Momenten, in denen sie einfach das bessere Medium sind. Und das ist wiederum etwas Vorteilhaftes, dass man dieser nicht schönen Situation abgewinnen kann. Dass nämlich ganz viele Menschen neue Handlungspraxen ausprägen, kennenlernen. Also Sie kennen wahrscheinlich Beispiele aus der Familie oder aus dem Freundeskreis. Also die Oma, die immer sagte, was will ich mit WhatsApp? Und die es jetzt plötzlich selbstverständlich nutzt und FaceTimet mit der ganzen Familie. Oder auch den Lehrer, die Professorin oder den Professor, der immer diese vergilbten Folien nutzte und jetzt plötzlich ganz selbstverständlich Online-Unterricht organisiert. Und das ist doch natürlich eine Entwicklung. Also wenn wir sozusagen aus dieser Krise diese Handlungspraxen, diese neuen Erfahrungen mitnehmen können, dann kann man zumindest aus dieser nicht schönen Situation, und natürlich freue ich mich nicht über Corona, etwas Gutes abgewinnen. Und das ist wiederum positiv.